Hallo zu einem neuen Video. Ja, morgen geht es los zu einer Sonderfahrt, organisiert vom Bayerischen Eisenbahnmuseum und durchgeführt von der Bayernbahn GmbH nach Sonneberg. Ja, und ihr seht, in Nördlingen geht es los, 7.30 Uhr, also am Samstag geht's los, aber wir werden uns morgen schon in Nördlingen treffen und da übernachten, weil das ist einfach stressfreier. Deshalb geht's für mich morgen schon los. Und die Reise geht dann über Oetschlingen, Wassertrüdingen, Gunzenhausen, Schwabach, Nürnberg. Und wir sind dann um 2:30 circa hoffentlich in Sonneberg. Und da ist dann auch das 75-jährige Jubiläum vom Modellbahnhersteller Pico. Da gibt es dann Sommerfest und Firmenbesichtigung und so weiter. Und ja, dann geht es wieder zurück um 5:30 über die gleiche Strecke. Und dann sind wir so um 22.50 Uhr wieder in Nördlingen. Wir werden dann nochmal übernachten und dann am Sonntag wahrscheinlich noch ins Eisenbahnmuseum reingehen. Ja, wenn ich sage wir, das ist eine Truppe, wir sind jetzt 8 Leute. Und bin jetzt gerade dabei, die Sachen vorzubereiten, die Kamera und so weiter einzuladen. Und einer der Teilnehmer wird auch der Jürgen sein vom, jetzt muss ich schauen, wie der Kanal heißt, ich kann mir das einfach nicht merken, Schwäbisches Eisenbähnle. Genau, und der kriegt von mir ein Geschenk, das habe ich gestern Abend vorbereitet und habe da gestern Abend auch die Kamera mitlaufen lassen und das zeige ich euch jetzt mal. Bis dann, und ich werde dann von dieser schönen Fahrt nach Sonneberg sicherlich auch noch berichten im Nachgang. Fleißige Zuschauer vom Konkurrenzkanal Jürgens Schwäbisches Eisenbähnle oder so ähnlich heißt der Kanal, haben vielleicht das Video gesehen, wo der Jürgen aus Grünkraut mit seinem Gabelstapler seine Modellbahn umzieht. Also spektakulär. Hier sieht man ihn in seinem Gabelstapler sitzen. Und da oben ist übrigens der Alex, das ist der auch nur schafft. Also des Chef, nichts arbeiten, und ja, oben der Arbeiter, jetzt ist schon weg. Und den treffe ich jetzt am Wochenende, der geht nämlich mit nach Sonneberg und da kriegt er von mir ein kleines, hübsches Geschenk. Ich spule mal ein bisschen vor, dass man den Gabelstapler nochmal sieht. So, genau, da sieht man den Gabelstapler. Weil er kriegt nämlich von mir hier, da, genau diesen Gabelstapler von Stiel. Machen wir nochmal einen Vergleich. Ja, mal das untere Bild einmal schnell wegmachen. So. Ja, seht ihr? Ist genau dieser Gabelstapler, dieses Modell. Und jetzt muss ich natürlich da noch eine Figur reinsetzen und bin da gerade auf der Suche nach Figuren und habe eigentlich nur diese Dame hier gefunden, die einigermaßen passt. Wenn man die reinsetzt, sieht es auch richtig cool aus. Ich probiere es mal schnell. Moment. Ja, so sieht es jetzt also aus, wenn die Dame da drin sitzt. Ich finde, das ist richtig mega gut. Und jetzt muss ich die nur irgendwie farblich so ein bisschen gestalten, dass das dann eher aussieht wie der Jürgen. Ich muss da nochmal schnell im Video geschwind eine Passage raussuchen, wo man ihn besser sieht. Ja, in der Szene, da sieht man schön die Latzhose und das orangene Sweaty. Oben natürlich der Alex wieder, der arbeiten muss. Und jetzt mal gucken, ob man die Dame hier so ein bisschen farblich so hintrimmen können, dass die da in dem Gabelstapler sitzt. Ob ich die Handtasche noch irgendwie wegretuschiert bekomme, da vorne die schwarze, das weiß ich nicht, aber vielleicht fällt es ihm ja auch gar nicht auf, dass das ursprünglich eine Frau ist, aber heutzutage ist das ja, glaube ich, auch egal, ob männlich, weiblich oder divers. Aber der Gabelstapler ist cool, also eigentlich würde ich den auch gern selber behalten, aber vielleicht kaufe ich mir da nochmal einen, aber das ist echt cool. So. Malen wir mal das Männle an, also das Weible oder die divers, wie auch immer. Ich habe jetzt da natürlich auch die teure Farbe für den Konkurrenzkanal von OBI gekauft. Also da kostet die Flasche, ich glaube, 28,30 Euro, aber da ist mir natürlich nichts zu billig. Und so sieht es jetzt schon mal aus. Also das Orange kommt, glaube ich, gibt es mal vielleicht da zum Bildschirm einigermaßen hin. Ja. Ein bisschen dunkler, aber es ist ja auch noch nass. Und den male jetzt voll ins an. Sie male jetzt voll an. Und dann könnt ihr eigentlich mit Weiß nur dieses Bärtle unten anmalen, oder? Da muss ein bisschen sparsam mit der Farbe umgehen, weil die ist halt echt sauteuer. Kürze ich dir dann im Haushaltsgeld.
Nicht witzig. So. Ja, das sieht schon mal ganz brauchbar aus. Und für die graue Hose habe ich jetzt hier ein bisschen grau angemischt. Was haben wir hier? Ja, dieses hellgrau und ein Tropfen von diesem schwarz oder dunkelgrau. Gibt dann die Mischung und dann machen wir jetzt mal die Hosenträger und die Hose. Jetzt habe ich hier den Rock schon so ein bisschen retuschiert. Also das sieht jetzt dann fast schon ein bisschen aus wie Hose. Jetzt kommt da der Latz oben noch ran. Und dann müssen wir vielleicht das, was blau ist, noch schwarz machen, weil er hat da oben so einen schwarzen Kragen. Ja, das könnte eigentlich hinhauen. Dürfte es eigentlich schon was werden, genau. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze auch noch ein bisschen trocken föhnen. Die Brille male ich nicht noch, weil ich glaube, das wird nichts. Das wird zu filigran. Aber so das schwarze, das weiße Bärtle machen wir dann auch, oder? Ja, das weiße ist auch von dieser teuren Firma OBI. Brauche ja nur ganz wenig für das Bärtle. Aber jetzt muss ich mal gucken. Kriege ich das so dünn hin? Boah, das ist ja echt brutal. Oder mit dem Zahnstocher, was meinst du? Ach doch, oder? Ist jetzt ein Vollbart, oder? Ah nee, ist unter bloß das Bärtle, guck. Ja, sieht gut aus. Ja, lassen wir es so, oder? Dann klebt man die Frau Rudeck da mal rein. Den Herrn Rudeck. Ein bisschen Uhu auf der Sitz. Bisschen mehr. So, dann können wir mal den Vergleich machen. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Perfekt. Ja, das kriegt er, genau.